Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Let's Play von mir, JanoPlays. Ja, wir spielen, wie ihr es wieder schon gelesen habt, The Last of Us. Ja, natürlich auf Deutsch für euch. Ja, ich finde es einfach ein cooles Spiel. Ist ja von den Machern von Uncharted, ist auch eine sehr coole Spielereihe. Und ich habe einfach Bock, das mit euch zu zocken. Und ja, ich finde es einfach ein cooles Spiel. Hammer Grafik, Hammer Story. Ja, ich finde es von eins. Es ist mein Lieblingsspiel, kann ich so sagen. Ja, es ist mein Lieblingsspiel. Und das habe ich schon durchgespielt. Ja, ich habe schon mal durchgespielt. Ja. Aber ich finde es ein voll cooles Spiel. Ich könnte es euch voll empfehlen, das zu kaufen. Ist manchmal ein bisschen brutal, aber. Ja, das ist cool, finde ich. Das Beste. Überleben, da können wir nicht, leicht nicht. Nehmen wir mal normal, denn ich bin nicht so der Pro. Ja, wir speichern das hier. Und wir spielen es auf normal. Speichern erfolgreich. Okay. Was kommt jetzt? Dieser Staub. Ich hoffe, ihr habt den Trailer gesehen, denn er ist cool. Auch cool. Und ja, ich finde es einfach ein cooles Spiel und ich möchte es mit euch zocken. Ich wiederhole mich immer viel. Ich muss mir das noch abgewöhnen. Ja, es muss dann noch länger laden, weil es ein neues Spiel ist. Und ich habe mir das auch gerade erst gestern gekauft, dieses Spiel. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ich will ja nicht spoilern zu diesem Spiel. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. So, jetzt lädt's dann mal ein bisschen. So, jetzt. Komm schon. Ja. Okay, komm schon, jetzt lad mal. Es lädt. Komm schon jetzt. Ja, genau so. So ist gut. Sony. Ja, ist egal. Kannst du selber lesen. Und ich bin jetzt erstmal still. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Guten Tag.
Okay, es ist spät. Und das Telefon klingelt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Oh. Onkel Tommy? Hallo? Was ist jetzt passiert? Was ist denn da los? Oh, ich habe es. Ja. An alle, die das dieses Spiel noch nicht kennen, sollten das schauen, dieses Let's Play von mir oder ja. Denn es ist sehr ein cooles Spiel, packende Story, alles gut gemacht. Und ja. Es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ach verdammt. Ja, was ist denn das? Vergessen. Congratulations. Ah, das war noch die Geburtstagskarte. Sie anscheinend vergessen abzugeben. Okay, dann. Ah, das Telefon kann man auch noch schauen. So. Es ist tot. Ah, okay. Das Telefon geht nicht. Es ist mitten in der Nacht. Onkel Tommy war das, ja. Onkel Tommy rief an. Klang sehr verängstigt und ja, mal schauen. Dad? Wo ist denn unser Vater? Da kommt auch noch rein. Ein Badezimmer. Und eine Zeitung. Okay. Ja, gehen wir mal Daddy? Weiter, da leuchtet auf jeden Fall mal ein Licht. Stimmt, ist ihr Vater dort drin. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Oh, fuck. Da hinten ist hochgegangen. Was war das? Boah, sehe, hast du gesehen? Gerade hinten ist hochgegangen. Boah. Dad? Mysteriös. Ja, da hätte ich jetzt auch Angst. Fenster spukt. Daddy ist nicht zu Hause. Und alleine. Dad! Was ist bloß los? Ja, was ist bloß los hier? Polizei. Ein Staat hier. Hunde, die bellen in der Nacht. Ah, das Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Ah, okay. Bin auf dem Weg. So, jetzt hast du auch viele verpasste Anrufe von Tommy bekommen. Ja, Kann man das lesen? Warte, ich will das mal jetzt. Kann man das nicht lesen? Nicht. Anscheinend nicht. Aber ja. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Gehen wir mal hier rein, in dieses Zimmer. Ah, okay, ich mach jetzt nichts mehr. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Okay. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Na, okay, wie so ein... Dad, irgendwie machst du mir Angst. Ja, was ist genau. Denn los? Sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh mein Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her, komm her! Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich! Nein! Oh mein Gott. Geh! Ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Boah, anscheinend die ganze Stadt in Panik. Und ja, eine Seuche ist wahrscheinlich ausgebrochen. Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung.
Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was oh mein ist? Gott. Später. Ja, man erschreckt manchmal bei diesem Spiel. Es ist auch ein bisschen ein Horrorspiel. Aber es ist cool. Es ist ein cooles Spiel. Danke. Das Radio funktioniert anscheinend auch nicht. Und wo sollen wir hin? Und wir können jetzt da nach draußen schauen, hier ein bisschen. Kein Zugang zu Travis County. Müssen so schnell wie möglich weg. Hier. Die 71 nehmen. Mit den Polizeiautos. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja, das ist nicht so gut hier. Flackerndes Licht. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht. Da vorne brennt auch etwas. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ein brennendes Haus. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ja, hoffen wir alle. Okay. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Ja. Mal sehen, was wir brauchen. Das sind Leute. Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Oh, das ist hart, einfach zurückgelassen. Mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Nein. Das Krankenhaus. Oh, Scheiße. Ja, okay, das ist Scheiße. Oh mein Gott, da kommt auch schon... Da kommen auch schon die ersten Infizierten. Fahr. Ah, Scheiße. Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Oh mein Gott. Boah. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Das ist Scheiße. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Da zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Achtung. Oh, fuck. Ja, das ist ziemlich scheiße. Okay. Daddy? Hey. Boah, da drin werden die Leute voll zerfleischt. Okay, und jetzt... Wie kommen wir raus, um die Scheibe zu schlagen? Perfekt. So ganz perfekt ist es ja nicht, aber ja. Boah. Ah, Scheiße. Boah. Der Kopf zerschlagen. Das hier ist ziemlich scheiße. Und es zerspricht aus. Alle rennen rum wie gestörte. Und ja. Ich werde jetzt mal nichts sagen, denn ich glaube, diese Stimmung sagt schon genug. Und ja, ich bin mal still, denn diese Stimmung sagt schon genug. Boah.
Überall rennen diese Menschen. Oh, boah. Oh, scheiße. Ja. Hier. So, komm. Renn da. Oh, fuck. Oh, perfekt. Wir dürfen nicht sterben. Auch Infizierte hier. Oh mein Gott, ich höre Infizierte. Ah, scheiße! Ah, schon wieder ein Infizierter, der Menschen auffrisst. Der Highway ist dort, glaube ich. Zu dieser Brücke. Ja. Helikopter am Start. Ich höre wieder einen Infizierten. Hinten, glaube ich. Ah, da ist auch einer. Okay, jetzt kommt wieder Film. Oh, scheiße. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stop. Bitte. Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, oh nein, muss. Mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn. Wir müssen uns erschießen. Sir, ja. Das ist ein kleines Mädchen. Aber... Glauben Sie, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ja, das ist ziemlich scheiße. Oh, der bekam jetzt gerade einen Headshot voll. Oh, nein. Sarah. Oh, scheiße. Seine Tochter. Und... was ist das? Hör zu, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Oh, scheiße. Kleines. Sie ist tot. Kleines, tu mir das nicht an. Ja, das ist hart. Wenn eine Tochter in der eigenen Hand stirbt, ja, das ist hart. In eigenen Armen. Bitte nicht. Ja, das ist hart. The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies. Ja. Okay, Sommer. Mal. 20 Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen?
Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Ja, okay. Ich muss jetzt auch wieder mal einen Cut machen, denn der Part hat wieder seine Minuten. Und ja. Hier noch kurz fertig schauen und dann muss ich den Cut machen. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, okay, das war's jetzt mit dem ersten Part von The Last of Us. Ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzuschauen. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß, das Spiel zu spielen. Ja, bis zum nächsten Mal.